Herzlich willkommen zu einer Folge auf dem Marsch. Heute ist letzte Folge, wo wir noch kein Season haben. In der nächsten Folge wird das soweit sein. Ein Hänger ist voll und wir sind auch voll. So. Blöde Kante. Heftig. Heftig. Die Vollsinkdrescher, der eine ist bei 40%, der andere bei 62%. Dann gehen wir gleich auf den Schwatten ran. Mit dem roten kommen wir nicht ran, das ist ja mitten in der Frucht, der hält auch nicht an. Ja, und dann wollen wir sehen, dass heute was fertig wird, ne? Dichter rangehen, ein bisschen mehr hören von der Maschine. Ja, der zweite ist bei 54, da wird noch nichts. Da haben wir gleich überflitzen zum unserem Flug. Den werden wir auch zum Waschen hinstellen. Dann werden wir den reparieren. Reparieren werden wir ihn dann entsprechend erst morgen mit Start von Seasons. Da es schon 19.14 ist, das ist gefährlich. Nachtschlaf bei Seasons weiß ich genau, was dazu gehört. Also, wir werden heute noch schlafen und werden mit Tagesanbruch und starten. Das ist, glaube ich, früher. Gleich mal anfangs alles grafisch dunkler. Das heißt, die Bäume werden kahler sein, die Felder werden brach sein und viele Felder haben wir nicht. Gar keine. Dabei ist eine Frage, aber noch so Sträucher und alles, die werden jetzt anders dargestellt. Das heißt auf Deutsch, wir werden lieber nach Grafen. Den normalen Tempo halt am Beginn. Bevor uns das hier ganz in die Ohren haut. Vielleicht auch festfährt oder festfriert, keine Ahnung. Absturz verursacht das Ding. Wie man so sieht, ist fast fertig. Ich kann auch morgen weitere Folgen aufnehmen, ne? Also ist ja nicht so tragisch. Aber die heute wird abgeschlossen. Dann schauen wir mal, was wir reinkriegen, was für eine Fruchtsorte Sinn machte. Ich weiß ja ungefähr, was drauf war. An den dreien, am einen war. Gerste, hier ist Raps, Raps ist schon Hafer drin und anderen war Raps und da können wir entsprechend die Fruchtfolgen zum einstellen und beim nächsten machen wir halt die Sachen vorne. Also hier Fruchtfolgen kann man sich einstellen und entsprechend sehen, was passiert. Das ist aber nur eine reine Erinnerung, was man aussehen will, um den Ertrag möglichst bei 100% zu haben. Vielleicht ein Plus, aber wie gesagt, man wird wahrscheinlich auch irgendwo auch Verluste haben durch Dürre, durch zu viel Regen, keine Ahnung. Das sind ja in der Landwirtschaft auf offenem Gelände, kann man sagen, kein Dach. Treibhaus ist wieder nicht ganz so gefährlich, da kann man ein bisschen das beeinflussen. Weil hier ist halt so, wettermäßig ist es immer unberechenbar.
Boah. Ein bisschen. So, dann kann man den Traktor auch mehr waschen und reparieren später. Also die erste Aktion, was machen und vorlegen, ist die Fahrzeuge herrichten. Dann muss man wieder Auffahrt kümmern. Die Temperatur wird auch nicht passen, denke ich mal. Weil Thüringen, wenn es so eine Erweiterung gibt mit zum Beispiel Thüringen, wird man feststellen, Thüringen liegt ein bisschen höher gelegen teilweise. Also, ja, was wir zeigen, hier so 400, 500 Meter, 300 Meter so ungefähr. Vom Meeresspiegel ist ein bisschen anders als gibt's doch gar nicht. Ich glaube, ich bin Fruchtfarm, du. Saudi. Verluste. Ja, aber so viel Unterschied ist auch nicht, also ist ja nicht im Hochgebirge. Gut, wenn man sehen würde, im Vogtland ist ein bisschen höher gelegen, aber ist ja hier, ich sag mal ganz vorsichtig, normale Hügellandschaft, ne? So, der Anhalt bei 50%, den machen wir auch gleich leer. Das passt super in der Zeit. Für die Folge können wir die Maschinen noch zurückfahren. Weil so ein Lappen wären. So, ich glaube, ich zurückfahren. Ja. Ja. Ja, jetzt will er mir zweite Bahn, also bisschen verwirrt. Im Grunde will er anhalten und dann will er weiterfahren, weil er plötzlich wieder kein Hänger steht. Naja, gut, das soll's. Jetzt warten wir, bis der rote oben fertig ist, dann können wir unten mal entleeren. Der eine ist 90% voll. Also mit Weizen wären wir schon mehr mengenmäßig gefahren. Und bald vergleichen wie mit Raps fast, ne? So, da sind wir gleich hinten rein. Draußen sind 18 Grad, das ist eine richtige Erholung. Es wird langsam dunkel in Thüringen. Naja, fünf Felder, da müssen wir schon viele Fahrzeuge haben zum Ernten. Da kriegen wir Stress bei der Erntezeit. Boah, wir sind so schlau, dass wir da ein bisschen unterschiedlich aussehen, zum Beispiel Mais oder Sonnenblumen oder Sojabohnen. Und dann hätten wir es gestaffelt, weil dann hätten wir hier auf einmal Gerste und Weizen und Raps kommen fast zur gleichen Zeit, mehr oder weniger. Können wir wieder reinfahren. Jetzt die Ernte fast durch.
Weiß nicht, ob der Rote da gleich leer machen will. 77. Ob der jetzt das auch mitkriegt, dass wir das mal abnehmen können. Und dass er wieder zurückfahren will. Dann wären wir ganz gut bei. Wenn er mich zurückfahren will, dann lass ihn stehen. Na, jetzt geht's. An der Bahn. Jojo. Die wollten die Bäume an der Wäsche gehen. Hat es gelohnt auszumachen, ne? Aber so ist die KI. KI weiß nicht Bescheid. Ich glaube, wir doch für die vier Dinge bearbeiten. Mal sehen. Heute hat Hochladen sehr lange gedauert, 7 Stunden. Anbieter ist heute nicht ganz auf aller Höhe gewesen. Hat er schon gestern Nachts Probleme gehabt? Ich dachte, na, denk mal so, mach mal Sonntagvormittag. Da sind nicht so viele online. Weißt du was? Der ist jetzt bei 81%. Der hat noch eine volle Bahn. Der hat keine volle Bahn mehr. Der wird ihn ja rechtzeitig früher umdrehen. Also wird hochfahren. Und dann drehen und dann zurück. Aber auch eine Weile für. Ich glaube, Folgen mir habe ich glaube ich deaktiviert oder deinstalliert. Dann nutze ich auch uns nicht. 88%. Fahren wir hinterher. So, jetzt ist die entscheidende Frage nachher, wird die Karte Season Ready gemacht? Das ist mir ganz wichtig. Den Marsch, da will er sich beisetzen, da will der Modder sich jetzt beisetzen. Aber von hier habt ihr keine Meldung gelesen. Kannst ja wieder langsam rausfahren, ne? Mann, das wäre schön, das wäre die Sache ein bisschen. Das heißt, man darf kein Strom halt mehr frei rumliegen lassen. Das geht in eine Verrottung. Das ist mir aber auch passiert und da wurde es wahrscheinlich richtig gemacht. Auch vom selben Modder, von der großen USA-Karte. Da hatte ich mir, weiß ich, 3 oder 4 Hänger mit Strohballen gesammelt und dann gesagt, ja, fahren wir dann später zum Hof hin, ne? Wenn du ja Zeit hast, habe ich auf der Wiese abgelegt. So, dann komme ich wieder im Frühling, Strohballen weg. Ja, bis ich mir gelesen hatte, dass es ja im Prinzip nur Strohballen, die unter Dach und Fass sind, und die bleiben erhalten. Alle anderen sind verschwunden. Genauso mit Grasballen. Ich hatte Grasballen gepresst, ganz große. Und der Autoload wollte die nicht nehmen, weil die passten irgendwie nicht. Gut, da wollte ich mir bei Gelegenheit ein Fahrzeug kaufen mit Gabel und dann das Zeug entsprechend zum Hof fahren, weil er genau am Hof lag, der Wiese. Ja. Und dann machen wollte, da waren die Ballen verschwunden. Was ich auch gemerkt hatte, die Ballen, die ich noch geschafft hatte, die waren irgendwie, die wurden von der Masse her kleiner. Ja, und das hängt damit zusammen,
mit den Zinsen. Wenn man es weiß, das ist gut, ne? Ja, man kann nicht alles wissen, muss man dazu sagen. Was ich damit sagen will, ist eine ganz andere Spielweise, die wir dann rangehen müssen. Ganz anders. Aber das macht dann ganz anderen Spaß, anderen Schmäh als ist halt eine Änderung. Mal sehen, wenn das die Karte in der Season ready ist. Wenn die 2.0 rauskommt, an dem Augenblick auch, mit entsprechenden Produktionen wahrscheinlich. Weil dann kompakt hier, wie heißt das gleich hier? Fällt der Name jetzt nicht ein. Aber die machen uns Skript. Und der ist jetzt fertig. Muss nur noch abgenickt werden. Dann kommt der Motor raus und da können sich die Modder entsprechend ja, nutzen, um ihre Produktion zu laufen zu bringen. Aber da müssen wir halt ein bisschen Geduld haben, bis alles. Das machen sie alle in der Freizeit, das darf man nicht vergessen. Ja, das ist ungünstig, dass der sich nun warten lässt. Ne? Aber Hafer wird nicht so viel, wie ich dachte. Dachte wir mehr. Von der Trag her. Ja, wie man sieht, die Zeit geht wieder ratzfatz vorbei. Ne? Also zwei Folgen brauchen wir fürs Hafer. Ne? Schon Wahnsinn. Aber drei? Das ist mitgezählt. Aber zwei auf jeden Fall. Von drei. Gut, die Ernte erfolgt im Prinzip alle einen Tag, ne? Also ein Ingame-Tag. Also die Ernte, die ist dann machbar, ne? Ist zu schaffen, kann man sagen. Da gibt es genug Reserve, da kann man keinen Stress machen. Und wie gesagt, ja. Das heißt, wir können den überfahren. So. Und dann können wir die Drescher direkt in den LKW reinkippen. Dann können wir den schon mal zurückfahren. Auch zum Richtung Waschplatz. Bei der Kopf jetzt. Schauen wir mal. Für den Vollkriegen. Wie gedacht. Ja, 150.000 Kubik oder Liter, fast voll. So, den stellen wir jetzt mal rüber. Drescher oder Zug. Erst dann fertig. Nehmen wir gleich die Wahnsinn, schneid weg. Ist da repariert. Der war repariert. 28%. Dringend noch einen dritten Drescher fahren. Also das geht so nicht. Dann verlust sie.
Bleiben mal die Körner hier auf der Erde. Dann soll man fast nicht aussehen, das ist ja vor lange. Wir werden noch Bäume fällen. Wenn es im Frühjahr die Austappung läuft, nebenbei, alleine in Anführungszeichen. So, das ist ja fertig. Aber das machen wir noch fertig. Machen wir gleich den ersten LKW voll. Ob wir den zweiten nicht brauchen. Platz von anderen. Ja, speichern ist gut. C. Also was der Vater an der Schwarze immer machen müssen, machen wir es hinterher. Also haben wir einen Schritt, alles fertig. Kriegen wir locker rein, haben wir ein Glück. Meistens haben wir ein Pech, dass wir meistens zu Hause mit dem reinkriegen. In dem Fall haben wir genug Platz. Machen wir gleich aus. Vorher ausfahren. Ohne ja nicht machen. Gibt ein Gas geben, ne? Bevor wir noch fertig kriegen. Ne, das wollte ich noch anhängen erst. Ja, das ist gewonnen. Fahren wir nur extra, locker. Leute, es beginnt zur nächsten Folge ein neues Zeitalter. Die Jahreszeiten ziehen ein in Landwirtschaft und in Thüringen. Wir werden auch wieder Schnee haben in Zukunft. Aktuell gibt es einen Mod von Schneeschienen und Schnee, Schienen und Waldstreuer. Das gibt es zurzeit. Wahrscheinlich haben wir auch entsprechend Salz im Händler kaufen können. Aber schauen wir mal. Noch wird kein Schnee, sondern noch der Frühling. Das wollte ich schon bei der Multibet machen. Einen Kurs einfahren mit Traktor zum Schneeschieben. Und die wichtigen Strecken zum Verkaufen. Also Wald, wie zum Beispiel Wald und Sägewerk zum Beispiel. Leute, ich sag mal Tschüss und Winke Winke. Hat mich gefreut. Ich würde mich auch freuen, wenn ihr wieder einschalten würdet. Und fertig. Dann sage ich mal Arrivederci, goodbye, bis zum nächsten Mal. Ciao.